Ashfaq Hajji ist 19 Jahre alt. 2015 kommt sie als jesidischer Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland. Im beschaulichen Schwäbisch Gmünd fühlt sie sich sicher, bis sie in einem Supermarkt ihrem ehemaligen Peiniger begegnet, der sie im Irak als Sexsklavin gehalten hatte. Er wusste, dass ich seit 2015 mit meinem Bruder und meiner Mutter in Deutschland lebe. Er kannte meine Adresse und sonstige Details meines Lebens. Aus Angst, dem Mann ein weiteres Mal zu begegnen, kehrt Ashfaq Hajji kurz darauf in den Irak zurück. An den Ort, an dem sie für 100 Dollar an einen IS-Dschihadisten namens Abu Humam verkauft wurde, der mittlerweile offenbar in Deutschland lebt. Ich habe den Vorfall der deutschen Polizei erzählt, aber die meinten, er sei genauso ein Mensch wie ich, der als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Sie haben mir eine Telefonnummer gegeben für den Fall, dass ich ihm nochmal begegne. Seit März 2018 lebt Ashfaq Hajji nun wieder im Irak. Laut Landeskriminalamt wurden die Ermittlungen in ihrem Fall zwar aufgenommen, könnten jedoch nicht fortgesetzt werden, weil die Zeugin für Rückfragen nicht erreichbar sei und der mutmaßliche Täter bisher nicht hinlänglich identifiziert werden konnte. Trotz eines Überwachungsvideos aus dem Supermarkt. Für die 19-Jährige ist das unbegreiflich. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich habe den Mann getroffen, der mich vergewaltigt, angegriffen und misshandelt hat. Ich musste mein Land, meine Familie und Verwandten seinetwegen verlassen. Das habe ich alles getan, um ihn zu vergessen. Und dann sehe ich ihn in Europa wieder? Das ist unfassbar.